Kann ich noch einen Schluck haben? Dann bleibe ich ja durstig. Die Sonne geht unter. Sie werden bald ab. Vom Weingut zurück sein. Dir gut? Quentin Siegel, du gehörst zu uns. Was für ein Glück. Wildstimme, sie haben uns angegriffen. Randall wollte sie unbedingt weglocken. Der Kerl hat wirklich mehr Mut als Verstand. Wo ist das passiert? Weiter da vorn, auf der Lichtung. Bitte, geh und rette ihn. Ich werd's versuchen. Geh du zurück nach Kielbrück und erzähl alles Quentin. Goblins. Warum überrascht mich das nicht?
Mama Randall. Ich bin zu spät gekommen. Er soll hier nicht einfach liegen bleiben. Zurück zu Quinton. Aber woher wusste der Krämer, dass er... Ah, da bist du. Ich habe gehört, was passiert ist. Und? Wie ich sehe, bist du allein. Verdammt. Das habe ich befürchtet. Er liegt in der Nähe des Südtors. Bitte kümmere dich um ihn. Natürlich. Ich werde alles Nötige veranlassen. Ich wusste von seinem Mut, aber nicht von seinem Leichtsinn. Armer Kerl. Kanntet ihr euch lange? Ziemlich. Mir gefiel, dass er auch vor gefährlicher Arbeit nicht zurückschreckte. Und ihm gefiel die Bezahlung. Weil er damit dem Versteck geholfen hat. Ich werde es Sid selbst sagen. Er wird sicher nicht glücklich sein, zu hören, was hier geschehen ist. Und du dürftest auch nicht erfreut über den Ausgang sein. Für deine Mühe. Ich muss ihn finden, bevor die Kalten. Keine Zeit, ich... Oh, du bist Clive, nicht wahr? Martha hat mir viel von dir erzählt. Das heißt, du seist geschickt mit der Klinge. Du scheinst es eilig zu haben. Wohin des Wegs? Hoffentlich nicht weit. Aber jeder Moment, den ich hier vertrödle, könnte jemanden das Leben kosten. Klingt ernst. Was ist los? Es geht darum, was passieren könnte. Sie haben gemerkt, dass er ein Träger ist. Und nun will einer seiner früheren Freunde und Nachbarn ihn in Ketten legen lassen. Wo ist dieser Träger? Er war nicht so dumm, auf die Kaiserlichen zu warten. Der arme Kerl ist abgehauen und hat sein ganzes Leben hier aufgegeben. Aber sie werden ihn bald verfolgen. Ich muss ihn finden und ihn verstecken, und zwar schnell. Clive... Wenn du die Zeit erübrigen kannst, wäre mir deine Hilfe willkommen. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Natürlich. Wir Träger dürfen einander nicht im Stich lassen. Danke, Clive. Mit deiner Hilfe finden wir ihn bestimmt. Er heißt Norris. Wir müssen ihn finden und zu Martha bringen, bevor die Kaiserlichen ihn kriegen. Hast du ihn schon? Du wirst den Bastard nicht erwischen, wenn du hier rumstehst und quatschst. Diese elende Schlange hat mich getäuscht, hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei gehört er zu denen.
Wir müssen ihn fangen und den Kaiserlichen ausliefern. Der Strick ist zu gut für ihn. Nun wird's bald. Wenn er entkommt, landet dein Kopf in der Schlinge. In Ordnung, Ronald. Wir wollten grad los. Sieh doch, ich habe einen Helfer. Ich habe ihm alles erklärt. Ha, du willst Träger mit Trägern fangen, oder was? Das glaubst du doch selbst nicht. Mir reicht's. Ich finde den Kerl alleine. Warte doch, Ron. Da draußen ist es gefährlich. Wir wollen nicht, dass dir etwas zustößt. Aber du kannst doch deshalb keinen Träger schicken. Clive, das kann hier noch dauern. Geh du schon auf die Jagd. Ich komme, sobald ich Ronald beruhigt habe. Jemand will Norris am gefallenen Tor gesehen haben. Hör dich am besten dort um, ob jemand etwas weiß. Wir müssen ihn finden. Er darf uns nicht durch die Lappen gehen. Ich finde diesen Norris besser, bevor Ronald es selbst in die Hand nimmt. Träger sind ziemlich einfach zu erkennen. Was hat er wohl damit gemeint, dass er getäuscht wurde? Du bist doch dieser Träger, der für Martha arbeitet, oder? Hilfst du mir eben? Blöd wie ich bin, ist mir mein Kristall aus der Hand gerutscht und in den verdammten Sumpf gefallen. Und weil ich nicht so eine Gabe wie du besitze, kann ich ohne den Splitter meine Fische auf dem Weg zum Markt nicht kühlen. Du schaffst es bestimmt schneller, ihn zurückzuholen als ich. Ich kann nichts versprechen. Versprich nur zu suchen. Ach, ich habe vergessen, etwas über den Kristall zu erwähnen. Ein wildes Tier könnte ihn verschluckt haben. Sag bloß. Könnte, wohlgemerkt. Ich konnte es nicht genau sehen. Aber da unten sind so viele Sumpfkrabben. Die haben sich alle draufgestürzt. Klingt, als müsste ich ein paar Schalen knacken. Ich bin mir sicher, dass du das souverän meistern wirst. Einfach die Leiter hier runter, ja? Viel Glück! Kristalle fressen wäre mir neu. Das wird interessant. Das war's! Hier drüben! Sein. Länger als nötig werde ich nicht hier unten bleiben. Und? Hast du ihn? Ja, hier, bitte. Danke, du hast mich gerettet.
Noch länger ohne Kühlung und man hätte meine Fische von hier bis zum Markt gerochen. Pass in Zukunft besser auf. Das werde ich, glaub mir. Sonst brauche ich morgens meine Netze gar nicht erst auszuwerfen, wenn ich den Fang nicht in die Stadt kriege. Früher hat man als ehrlicher Steuerzahler jederzeit neue Kristalle bekommen, aber die Zeiten sind lange vorbei. Die Vorräte sind leer und wer keinen Kristall mehr hat, für den gibt es keine Hoffnung. Wenn ich meinen noch einmal verlieren sollte, dann werfe ich meine Netze in den Sumpf und gehe betteln. Du kennst nicht zufällig einen Norris, oder? Doch, kenne ich. Ist vor kurzem in diese Richtung gelaufen. Sah aus, als hätte er es sehr eilig. Er hatte eine Laterne dabei, warum auch immer. Eigentlich ist er keiner, der im Dunkeln noch draußen bleibt. Dann ist er also in die Sümpfe gegangen. Alles klar. Danke. Er kann nicht weit sein. Ich sollte die Augen offen halten. Eine Laterne. Die muss von Norris sein, kein Zweifel. Wenigstens weiß ich jetzt die Richtung. Jemand hat sie abgemetzelt. Ich frag mich, ob das Norris war. Norris, nehme ich an. Lass mich in Ruhe. Du trägst kein Mal. Deshalb konntest du also alle täuschen. Ronald hat dich geschickt, oder? Hetzt einen Bluthund auf seinen besten Freund. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Dann habe ich in seine hasserfüllten Augen geblickt. Doch das ist jetzt alles egal. Ich lasse mich nicht versklaven. Von einem Träger zum anderen, bitte, misch dich nicht ein. Du weißt, wie sie uns behandeln. Nicht dein Freund schickt mich, sondern einer von Marthas Männern. Er wollte, dass ich dir helfe. Ich verstehe nicht. Martha nimmt Träger bei sich auf. Sie ist auf unserer Seite. Du kannst ihr vertrauen, glaub mir. Wer hätte das gedacht? Aber es überrascht mich nicht. Sie hat ein gutes Herz. Warte hier und bleib außer Sichtweite. Du bist bald unter Freunden. Danke dafür, dass du das für mich tust. Und verzeih, was ich gesagt habe. Du bist kein Bluthund. Weit davon entfernt. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Oh, ich habe vorhin eine Laterne gefunden. Ich nehme an, das ist deine. Danke. Ich habe sie verloren, als diese Kreaturen mich angegriffen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie froh, sie los zu sein. Ron hatte sie mir gegeben. Gut, ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich damit die Suche der Kaiserlichen beenden, bevor sie beginnt. Ein Träger ohne Mal. So lange frei zu leben und dann von einem Freund verraten zu werden. Als ob ich sowas einem Träger über... Du bist ja schon zurück, Clive.
Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger. Hast du den Bastard erwischt? Nur was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her! Nein, das kann nicht sein. Können wir den Fall als abgeschlossen betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot. Ende der Geschichte. Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Ist es wahr, Clive? Ist Norris wirklich... Er lebt. Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm das. Und wenn ich... Oh, da bist du ja. Ich bin gerade erst zurückgekommen. Zum Glück bin ich Otto noch nicht begegnet. Hast du vielleicht... Deine Lieferung gefunden? Das habe ich. Ich dachte, die Sachen sehen wir nie wieder. Und der Brief? Nur ein bisschen Sabber dran. Dann muss ich mich endlich nicht mehr vor Otto und Sid verstecken. Dank deiner Hilfe. Die Vorräte waren ja schon wichtig, aber wenn Sid von dem Brief erfahren hätte... Ein Bericht von den Fluchbrechern? Wenn's nur das wäre. Er ist von seiner Tochter. Sie ist in Canva zum Studieren. Wenn er zu lange nichts von ihr hört, dreht Sid vor Sorge immer fast durch. Eine Tochter hat er nie erwähnt. Er ist eben sehr beschäftigt. Und dank dir muss er keine Zeit damit verschwenden, sein Donnerwetter auf nutzlose Kuriere loszulassen. So, und damit du auch was von der Sache hast, hier, eine kleine Entschädigung. Wenn du irgendwas von Sid brauchst, frag ihn am besten heute. Wenn er Briefe von seiner Tochter bekommt, ist er immer in bester Laune. Na, in welche gottverlassene Ecke dieser Welt will Sid dich als nächstes schleppen? Oriflam. In die Hauptstadt? Was habt ausgerechnet ihr in... Nein, sag lieber nichts, ich halte mich da raus.
Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Oriflamme also. Die Handelsrouten von dort in Richtung Süden sind wohl doppelt so viel befahren wie sonst. Ich fürchte, da braut sich was zusammen. Etwas Dunkleres als Tarjas Keilergallentee. Ach, sprich am besten einfach mal mit Otto. Mach ich. Na, wen haben wir denn da? Sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Das bekomme ich schon an den Mann. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Setz dich, Clive. Ich schepp... Also zieht ihr das wirklich durch? Vom Zerstören der Mutterkristalle redet Sid schon, seit ich ihn kenne. Aber das ist halt nur Gerede, dachte ich. Er ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Wir brechen bald in die Hauptstadt auf. Wenigstens ist der Augenblick günstig. Der neueste Zusammenstoß mit den Valutern war wohl nicht genug, um den alten Silver auszubremsen. Seine Truppen sind wieder ausgerückt. Diesmal nach Süden. Ein neuer Krieg. Die große Gwigor verlangt es halt. Blutdurstige Furie, sag ich dir. Wie alle Götter eben. Doch euch könnte die Situation zugutekommen. Kriege bringen Chaos. An vorderster Front wie daheim. Mit etwas Rückenwind
könnten ein paar geschickte Saboteure vollkommen unbemerkt in Oriflams Gassen agieren. Keine Frage. Die Frage ist nur, ob sie überhaupt reinkommen. Der Grenzposten. Ganz genau. Um nach Oriflam rein oder wieder rauszukommen, müsst ihr durch Nordstedt. Aber zum Glück weiß ich, was ihr dazu braucht. Das? Ach Quatsch, nicht das. Das ist nur ein Zeichen für Madame. Und Madame kann euch sicher durch Nordstedt bringen. Ich schicke ihr einen Stolas, dann weiß sie Bescheid. Wir kennen uns ewig, sie ist auf unserer Seite. Bestimmt kommt ihr blendend miteinander klar. Das hoffe ich, aber wer ist diese Madame und wo finden wir sie? Sie ist die stolze Besitzerin des verruchtesten Hauses in Nordstedt. Dem Schleier. Bezaubernde Frau, wenn du mich fragst. Bezaubernd. Aha. Heb dir diesen Charme besser für Madame auf. Ich erwarte, dass du keine Details auslässt, wenn du wieder zurück bist. Ich habe alles. Mal sehen, wo Gav ist. Ah, du bist der Neue. Gauthier, stets treu ergeben. Dem Versteck treu ergeben, meine ich. Otto hat mir die Aufgabe übertragen, die Berichte unserer Verbündeten durchzugehen und eine Liste der Sachen zu erstellen, um die sich die Fluchbrecher kümmern sollten. Oder wer auch immer sich freiwillig meldet. Und es gibt mehr als genug, um das wir uns kümmern müssen, das verspreche ich dir. Das kennst du aber wahrscheinlich nur zu gut. Einem kräftigen Kerl wie dir wird doch sicher ständig Arbeit aufgeschwatzt. Solltest du jedenfalls auch mal in die Liste reinschauen wollen, sag einfach Bescheid. Das eine oder andere kannst du sicher abhaken. Es soll ja Leute geben, die einfach nur froh sind, helfen zu können. Aber wenn du einen Anreiz brauchst, für diese Aufgaben gibt es auch eine Belohnung. Ist was für dich dabei? Genug gesehen?